Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar haben wir heute von Dingau aus der SK-Toon-Serie, die DG3306. Und zwar ist es der Boba Fett aus Klemmbaustein. Wir haben 321 Teile. Es ist aus der SK-Toon-Characters-Reihe, wie schon gesagt. Und wir haben hier oben nochmal das Alter angegeben. Und zwar ist es laut Dingau ab 6 plus geeignet. Und hier haben wir nochmal den lustigen Spruch: Hello, let's play with some blocks. Einfach nur richtig cool. Wenn wir uns die Packung so anschauen, haben wir hier nochmal das Dingau-Logo und das SK-Toon-Logo. Haben hier nochmal die Figur mit dem Ausspruch. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal Boba Fett abgebildet. Und auf dieser Seite wird im Grunde genommen nur gezeigt, dass man die Beine und die Arme frei einstellen kann und bewegen kann. Ich zeige es euch aber jetzt auf den Seiten nicht so hundertprozentig, weil wir sehen es nochmal viel besser auf der Rückseite. Hier haben wir auch nochmal den Modbricks-Sticker. Das Set ist über Modbricks vertrieben worden. Habt ihr ja auch schon in der kleinen Weihnachtshaul gesehen. Und zwar haben wir nochmal eine Product Introduction. Und da sehen wir halt auch, man kann die Arme und die Beine frei bewegen durch Kugelgelenke. Haben wir nochmal die Rückseite der Figur gezeigt und die Frontseite mit den Maßen. Und zwar hat die Figur eine Breite von 12 cm, eine Tiefe von 11 cm und eine Höhe von 15 cm. Und ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt mal auf und wir schauen uns die Anleitung und die Tüten an. Ist ja tatsächlich die Dingau-Premiere auf diesem Kanal. Was mir wie immer sehr gut gefällt, zerstörungsfrei öffnenbar und dann haben wir nochmal so ein Innenleben in dem Karton. Dadurch ist die Umverpackung auch ordentlich stabil und wir haben natürlich trotzdem einiges an Luft im Innenleben. Also den Karton hätte man locker nochmal um die Hälfte verkleinern können. Dann haben wir hier Teiletüten und zwar sind das an der Zahl 6 Teiletüten. Und dann haben wir hier noch die Anleitung. Schade ist, die Anleitung hat leider einiges abbekommen. Genau das ist halt das Problem, wenn das alles in der Box rumwobbelt, weil man wieder eine Luftbox gemacht hat, nur damit es von draußen wie ein riesengroßes Set aussieht. Und dann hat man halt genau solche Probleme. Ansonsten ist die Anleitung klammergebunden, aber die Klammern sehen überhaupt nicht gut aus. Die sehen wie angerostet aus, seht ihr das? Also das sieht nicht so geil aus. Und das Papier ist auch ziemlich dünn, muss ich sagen. Also wir sind jetzt noch nicht auf der Stärke von einem Zeitungspapier, aber es ist wirklich relativ dünn. Also da habe ich schon schönere Anleitungen gesehen. Ansonsten, die Darstellungen sind von der Größe her mit den Sluban-Anleitungen zu vergleichen. Und insgesamt haben wir hier 63 Bauschritte und 26 Seiten. Was noch auffällt, es wird hier nichts ausgegraut, sondern alles bleibt, ähnlich wie beim dänischen Marktführer Lego, immer in Farbe dargestellt. Und ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal den guten Boba. Und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Set wieder. Und wie immer gibt es dann am Ende meine Meinung dazu und eine Kaufempfehlung oder eben Nicht-Kaufempfehlung. Ich wünsche wie immer viel Spaß. Und fertig ist der Boba Fett aus Klemmbaustein von Dingau. Und wenn wir das Ganze mal mit Lego-Produktlinien beschreiben wollen, ist es am ehesten eine Mischung aus einer Buildable Figure und einem Brickhead-Style. Und apropos Lego Buildable Figures, dazu kommt auch bald etwas. Seid einfach gespannt. Aber nun gut, kommen wir wieder zum Set. Und ich merke schon, wie sich die ersten Leute aufregen, dass ich hier die Sticker aufgeklebt habe. Und wisst ihr, wieso ich die diesmal aufgeklebt habe? Weil es keine Sticker sind. X-Faktor, das Unfassbare. Präsentiert von Belly Brick. Ja, ihr habt richtig gehört. Alles, was ihr hier seht, sind Prints. Wir haben die wundervollen Drucke hier am Helm. Wir haben sie am linken Oberarmschutz. Wir haben den Brustpanzer hier bedruckt. Kurz gesagt, Dingau hat es verstanden und sich bemüht, weil diese SK-Toon-Charakter sind nun mal Displaysets und da gehört sowas bedruckt. Und ja, natürlich hat das Ganze hier auch Spielfeatures. Aber Spielen ist nicht der Hauptzweck von diesem Set. Deshalb sind Prints halt so unfassbar wichtig, weil die sich eben nicht nach einer gewissen Zeit ablösen. Danke, danke, danke. Und auch die Qualität der Prints ist höher, als es jeder Sticker schaffen könnte. Aber wir waren ja vorhin kurz bei Funktion. Und da stellt sich natürlich die Frage, was haben wir denn so an Funktionen? Naja, man kann beide Arme relativ frei bewegen. Also man kann sie einmal hier quasi an der Schulter bewegen und einmal hier mit einem Kugelgelenk nochmal auf und ab bewegen. Dasselbe können wir auch machen mit den Beinen, also quasi diese Bewegung und nach vorn. Und auch der Kopf ist drehbar. Und das war es im Endeffekt auch schon an den Funktionen. Aber es sind halt ziemlich coole Funktionen, die aber trotzdem eher weniger zum Spielen sind. Das ist eher als coole Sache gemeint, um die Figur dann quasi in seinem Regal als Displayset in einer coolen Pose aufzustellen. Aber das könnte sich leider als schwierig erweisen, weil der steht doch recht locker. Also der hat schon so einen Drang zu wackeln und auch umzufallen. Ich meine, er fällt jetzt nicht sofort um. Aber man sollte ihn zumindest schon gut ausbalancieren und dann wird das mit den coolen Posen, die die Figur einnehmen kann, schon wieder ein ganzes Stück schwieriger. Aber kommen wir auch mal noch zum Bau und der Steinequalität.
Und dazu lässt sich sagen, dass der Bau sehr viel Spaß gemacht hat. Die Anleitung ist verständlich und es gibt keinen einzigen Fehler in der gesamten Anleitung. Die Steinequalität ist vom Baugefühl und der Klemmkraft wirklich überraschend gut für einen doch relativ unbekannten Hersteller. Es ist natürlich noch keine Lego-Qualität und auch noch keine Kobi-Qualität, aber es ist zumindest schon mal sehr nah dran. Chapeau! Die einzigen kleinen Kritikpunkte: wir haben ein Fehlteil. So eine kleine braune Dreierplate, die hier oben eigentlich verbaut werden soll. Ich habe die jetzt mal grau und schwarz gemacht, um es direkt zu markieren, damit es halt im Video direkt auffällt. Ich werde es nochmal später umtauschen. Diese Dreierplate würde eigentlich in Bauschritt 60 verbaut werden, aber leider hatte ich die nicht. Also ich habe nochmal alle Tüten durchgeguckt, ich habe die Verpackung nochmal durchgeguckt. Leider hatte ich wirklich diese Plate nicht und es war das einzige Fehlteil, was ich in diesem Set hatte. Aber kommen wir nochmal zum Wichtigsten für so ein Display-Set, und zwar das Aussehen. Und wie du wieder aussiehst. Und das mag ich sehr. Ich stehe auf diesen Comic-Look, auch wenn man natürlich damit nicht jede Feinheit darstellen kann. Aber hey, wir reden hier über eine Teileanzahl von 321 Teilen und auch generell über Klemmbausteine. Und dafür ist das Ganze wirklich gut gelungen. Der Blaster ist gebaut, man hat kaum Formteile und dafür ist das Ergebnis echt top. Die Prints werten das Aussehen natürlich auch nochmal ein ganzes Stück mit auf. Und auffällig ist, wir haben halt wirklich so gut wie keine Kratzer in den Fliesen. Das sieht super aus. Also so gute Teile habe ich lang nicht mehr vom Aussehen erlebt, von einem Hersteller, der nicht entweder Kobi oder Lego heißt. Wir haben also alles in allem wirklich gute Voraussetzungen für das, als was das Set gedacht ist, und zwar als Display-Set. Natürlich steht der wackelig, aber wie oft fasst ihr den an, wenn er im Regal steht? Und dementsprechend gibt es von mir natürlich auch eine Kaufempfehlung. Und ich meine, was soll man bei einem vollbedruckten Set mit 300 noch was Teilen für 11 Euro bei Modbricks falsch machen? Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß und ihr werdet diesen Spaß wahrscheinlich auch haben. Es gibt ja auch aus der Reihe noch andere Figuren, die ihr natürlich auch gerne mal testen könnt, wenn ihr jetzt nicht unbedingt einen Boba Fett haben wollt. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren. Und natürlich könnt ihr dem Video wie immer auch einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und natürlich wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein! Euer Valleybrick. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt. Gerade wenn ich morgens aus dem Bett rausfall. Aber wir fahren ja. Hä? Die Steinequalität ist vom Baugefühl und der Klemmkraft wirklich überraschend gut. Für einen doch relativ unbekannten Hersteller, jetzt zumindest in unserem Raum. Diese Menschen.